Es ist ein bisschen wie die vorgezogene Bescherung. Die einen schenken, die anderen lassen sich beschenken. Mit gutem Essen, gemeinsamen Fotos und tollen Erinnerungsstücken in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Dieser Nachmittag gehört Frankfurts Obdachlosen, begrüßt und empfangen von vielen Prominenten, die heute die einzigen sind, die wirklich arbeiten. Sie machen es gerne beim Weihnachtsgansessen im Ratskeller des Frankfurter Römer. Es könnte jedem von uns passieren, dass man durch einen Teufelskreis von Entwicklung plötzlich dasteht, ohne alles und auf der Straße steht. Und es ist heute ein kleines Signal der Anerkennung, dass wir diese Menschen nicht vergessen. Wir demonstrieren, dass diese Stadt eben auch allen gehört, dass es kein Besitz ist von einigen, sondern dass es ein offener Ort ist, wo gerade diese Botschaft von Weihnachten, die Nähe von Mensch zu Mensch, demonstriert werden muss. Da hilft jeder gern, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Deshalb sind so viele Promis wie nie zuvor der Einladung gefolgt. Wir sind so überbesetzt, das ist toll. Also es sind, glaube ich, fast so viele Helfer hier wie Gäste. Und die geben alles, um den Obdachlosen eine schöne Zeit zu bereiten. Niedrige Schuhe angezogen, flache Schuhe und die Teller sind ziemlich heiß. Also da muss man schnell bedienen, sonst gibt's Blasen an den Fingern. Es sind die vielen kleinen Geschichten, die an diesen Nachmittag erinnern werden. Zum Beispiel die, dass plötzlich sogar der Oberbürgermeister beschenkt wird. Einer von unseren Gästen, den obdachlosen Menschen dieser Stadt, hat sich hingesetzt, hat extra unser Stadtemblem nochmal überarbeitet, aufgehübscht, modern gemacht und mir überreicht. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ansonsten aber schenken die Promis. Ex-Fußballtorwart Uli Stein hat 600 Packungen Plätzchen mitgebracht. Eine für jeden Obdachlosen. Und auch der DFB hat ein Überraschungspaket zusammengestellt. Wir haben hier vom DFB wirklich eine ganz, ganz tolle Tasche bekommen. Da sind wahnsinnig nützliche Sachen drin. Da ist ein Handtuch drin, da ist so ein toller Trinkbecher drin von der Nationalmannschaft und etwas, was wirklich ganz klasse ist. Und ich hoffe sogar, dass eins übrig bleibt. Der DFB hat extra einen Schal gemacht für heute. Das ist eine Limited Edition mit Weihnachtsgans Frankfurt und dem Datum von heute. Und dem 4 Sterne, dem Weltmeisterschal. Das ist ein großartiges Geschenk, was die Gäste beim Rausgehen bekommen. Nach 3 Stunden ist der Weihnachtszauber wieder vorbei. Zurückbleiben viele glückliche Gesichter. Sehr gut. Essen war hervorragend. Also die meisten Teller sind absolut leer, wie leer gefischt, gell? Und von daher denke ich auch, der Koch hat seine Sache gut gemacht. Ich finde ja also sehr gut, dass die Leute sich für die Gemeinheit da ist und es organisiert. Die schönen Erinnerungen werden bleiben an einen außergewöhnlichen Nachmittag in der Vorweihnachtszeit.